Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergiz. Da sind wir und es geht wieder weiter. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten... Hä, was machst du denn jetzt hier draußen? Mit? Ja, wo ist das Tor? Hier. So. Ja, klasse. So. Ja, 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 du kommst hier nicht rein, gell? Du musst mich hier drüber und das bringt dir nichts. Ja, wir haben, wir haben jetzt Minecraft Let's Play höchstwahrscheinlich wieder, auf normal gemacht. Das heißt, jeden Tag kommt Minecraft Let's Play jetzt wieder. So, jetzt habe ich mich gefangen. Jetzt habe ich mal kurz nachgedacht, was ich überhaupt sagen wollte. Und dafür haben wir jetzt am Wochenende aber ein anderes Special, ähnlich wie das damalige, wie nannte es sich, Zocken am Sonntag. Haben wir jetzt ein neues Let's Play am Sonntag, was ich mit dem Wolke zusammen zocke. Na komm her, los, zeig dich. Ja. Die gefährliche Wolfsspinne. Wolfsspinne. So, komm her. Klappe zu, Affe tot. Och, Mann. Wie viele denn noch? Müsste ja echt gleich Dark sein. Na gut, dann machen wir vielleicht... Machen wir einfach mal Level 30 noch schnell. Dann machen wir halt schnell Level 30. Bogenschützen. Na komm. Go, 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 go. Stirb. Geht doch tot. Also. So. Haben wir noch Level 28 geschafft, das war egal. Hier haben wir noch Zäune einzufügen. Ein paar haben wir ja noch. Dann hört das mit der Zombie-Blagie auch vielleicht irgendwann mal auf. Haben wir noch Holz? Ja, haben wir. Dann machen wir uns ganz schnell einfach mal noch eine Kiste. So, tada. Ja, also Minecraft wird jetzt wahrscheinlich wieder nach langer Zeit. Ich hoffe auf einige... Ich hoffe... Boah, was ist heute los? Ich hoffe, viele freuen sich drüber. Ich habe mir das jetzt so gedacht. Ich fange es früher an als geplant. Eigentlich ist es ja erst, wollte ich ja erst nach meiner Prüfungszeit wieder anfangen damit. Ich dachte mir jetzt aber, da ich momentan jetzt eigentlich alles erledigt habe und nur noch mich um so diesen, wie nennt man es? Ja, ich kümmere mich halt momentan um diesen Kram. Wie mache ich das und das und das, bla bla. Und darum, das nimmt jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch. Und da dachte ich mir, okay, gut, dann... Nimmst du dir halt jetzt mal ein paar Folgen auf, renderst es durch und dann wird ab höchstwahrscheinlich nächster Woche, das wäre, ja, keine Ahnung, wann das wäre, fängt das dann wieder an. So, und hier würde ich dann einfach, hier würde ich es dann einfach so auslaufen lassen. Könnte man eventuell hier eine kleine Schneise reinschlagen. Moment, ja. Dann läuft das hier so rein. Und hier verschwindet es dann letztendlich komplett. Tada! Dann hat man hier wieder freie Fläche. Da eine ganze Ecke. Hier haben wir auch noch das hier, das können wir mal zubasteln hier so, während wir, wenn wir gerade hier mal sind. Ich drücke mich gerade ein bisschen davor, das Haus zu bauen, weil ich überhaupt nicht so die Planung habe, wie ich es denn jetzt bauen will. So wirklich Schaffarmhäuser gibt es jetzt nicht wirklich, deswegen
stehe ich momentan ein bisschen so vor der Frage, wie baue ich das? Wie mache ich das am besten? Ja, und... deswegen drücke ich mich gerade ein wenig davor, das Haus zu bauen. So. Ist aber auch kein Problem, das Haus, die Farm hier sollte ja jetzt erstmal nur vorerst sein, um genug Wolle zu bekommen, um dann später mal da oben weiterzumachen, wenn ich denn mal wieder Lust habe. Da liegt das ganze wichtige Zeug auch noch. So. Aber irgendwie war es mir dann da oben. Ich bin keiner, der lange auf einer Baustelle hängen kann. Das merkt ihr bereits. Wir haben viele Projekte hier bei uns. Wir machen immer mal so ein bisschen von allen und nichts richtig fertig. So. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Creeperloch. Dann stopfen wir es einfach mal. Ja, momentan eine ganze Menge Landerschließung hier bei uns. Ist ja auch mal cool. Jetzt haben wir wirklich so eine Bauphase, wo wir wirklich richtig viel Neues bauen, richtig viel Land erschließen. Und so eine Farm ist ja nicht klein, die hat ordentlich Land eingenommen. Das hier alles war ja irgendwie Wald. Hier stand dieser komische Wald vorher. Dieser Halbwegswald, wo wir durchgerannt sind und gehofft haben, dass das keine Creeper erwischen. So. Huch. Ich hatte übrigens auch für alle, die es interessiert, ich habe auch mal mit Wolke, den kennt er sicher noch, habe ich mich mal nach StarCraft. Habe ich mich mal nach Cube World erkundigt. Es ist leider so, dass anscheinend monatelang nichts passiert ist bei Cube World und anscheinend, also ich weiß nicht, wenn dann ist maximal ein Update rausgekommen mit ein paar neuen Biomen und ein paar neuen Tieren. Und ganz ehrlich, da haben wir uns gedacht, nee, das muss jetzt nicht, müssen wir uns nicht geben. Das ist jetzt keine große Abwechslung. Ich dachte, da kommt irgendwie mal was Neues dazu, wie, was weiß ich, andere Gegner, anderes Kampfsystem oder irgend sowas, ein bisschen was Neueres. War ja doch an einigen Stellen ein bisschen langweilig dann im Endeffekt. Man hat schnell keine Ahnung, vielleicht ein paar mehr Nebenquests oder so. Irgend sowas war irgendwie ein bisschen so. Wisst doch schon, wie ich meine. So, was hier, das hat Probleme gekriegt. Dann haben wir hier mal ein ordentliches Land erschlossen und da hinten kann man auch anbauen an den See. Und dann haben wir endlich ein bisschen mehr Seeraum hier bei uns. Ja, die Schafe lasse ich mal so, wie sie sind. Habe ich noch ein bisschen Weizen dabei. Ein bisschen Weizen habe ich noch. Dann machen wir hier noch ein bisschen Zucht. So. Du auch noch, komm, hier, dir beiden noch und da können wir sogar zweimal machen, siehst du. Und da ist es auch alles schon fertig. So, haben wir noch ein bisschen Brot, natürlich. So. Was bastelt man denn hier hin? Ein bisschen eine Idee habe ich schon, aber da fehlt mir gerade das Material dazu. Und das hier könnten wir eigentlich theoretisch komplett wegmachen. Hier könnte man theoretisch... eine zweite Blumenetage noch reinbauen, dass es hier wirklich wie abgemessen aussieht. Ansonsten gibt es hier nichts wirklich Tolles. So, dann gehen wir hier lang und holen uns mal kurz ein paar Bäume. Obwohl, können wir uns die vielleicht mal anders noch holen. Haben wir noch woanders irgendwo, wo wir bald lang müssen. Moment, wir schauen mal ganz kurz, ob wir irgendwo noch ein paar Bäume haben. Da hinten, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir denn noch Platz im... ja, auf jeden Fall. Dann rupp ich ja mal das ganze Baumgestrüpp runter. Wir werden es ja eh irgendwann tun. So.
Ich habe auch die Bäckerei noch nicht vergessen, die wir machen wollten. Das habe ich auch im Kopf. Die wird höchstwahrscheinlich sogar noch vor dem Schafsstall entstehen. Weil eine Bäckerei kann ich, stelle ich mir einfacher vor als ein Schafsgehege. Weiß nicht warum, ist aber so. So, hier nehmen wir uns mal kurz ein bisschen dafür mit, das werden wir auch gleich brauchen. Eisen habe ich jetzt, glaube ich, nicht zufällig dabei. Oder? Nein, war klar. Habe ich denn zufällig ein paar Knochen dabei von gerade? Natürlich habe ich die. Dann wäre es doch eine Schande, wenn wir hier nicht ein wenig für Pilze sorgen würden. Hui! Huh, ging nicht, okay. So, haben wir noch ein paar Pilze gemacht. Nehmen wir die hier alle mit, bevor sie verschwinden danach und wir sie nicht bekommen. So, dann nehmen wir das untere Lauf hier einfach mal mit, dann sollte genug zusammenkommen. Haben wir alles gemacht? Ja. Alle Bäume weg, genau. So, dann können wir wirklich hier mal einen Hafen irgendwann bauen, da freue ich mich die ganze Zeit drauf. Ich habe schon so viele Häfen gebaut insgesamt. Oh, sind sogar noch Schweine und Hühner. Hier sind noch alle Tiere vorhanden hier hinten. Das ist echt ganz geil. Okay, hier haben wir sogar so ein zweites Ding. Na nu, was ist das denn hier? Okay. Wo geht das lang? Hallo Muku. Okay, das ist keine besondere Schlucht, das ist irgendwie ziemlich langweilig. Ja, hier hinten waren wir ja noch nie so richtig, haben uns ja noch nie richtig mit befasst mit der Gegend. Zufällig Eisen hier irgendwo? Nee, gell. Oh doch! Cool, ich dachte jetzt, das wäre zu viel verlangt. Deswegen. Wo? Keine Ahnung. So. Hier noch schnell das ganze Kohlezeug mitnehmen. Weil wir davon so wenig haben. Zwei Federn können wir ruhig mal weg. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Hier geht's nicht weiter. Haben wir Fackeln dabei? Nein, wir haben Stock und Kohle dabei, das gibt im meisten Fall eine Fackel ab. Damit ich weiß, okay, hier war ich schon mal. Okay, hier war ich schon mal. Okay. Hier muss irgendwo noch eine tiefere Höhle liegen. Soll mich jetzt aber nicht stören. Ich heiße ja nicht Sören. Haha, wie witzig. Okay. Ach ja, ihr habt mir auch angefangen, eine Brücke zu bauen. Mit dem neuen Holz, was wir hatten. Das können wir ja später mal fortführen. Jetzt geht's erstmal zurück, damit ich hier nicht abrecke. Schnell noch die ganzen Setzlinge mitgenommen. Die werden wir auch später auf jeden Fall irgendwann mal brauchen. Na komm. Wenn ich mir jetzt Steinziegel mache, ist das dann dasselbe wie das hier? Ja, anscheinend schon. Dann kann ich ja sogar das hier fortführen und kann das jetzt zu Ende bauen. Das ist auch ganz geil. Habe ich das nämlich gleich hinter mir. So. Ja, und hier endet das dann. Ganz einfach. Flup, Ende. Dann nehme ich hier jetzt auch das da. Chim, chim, chim. Hey, das war nicht so geplant.
Mach das hier hin. Dann nehme ich mir... Habe ich denn noch... Ja, habe ich. Ich habe sogar noch einen davon, warum auch immer. Und dann kann ich hier das alles ausfüllen. Und kann mir zur Not noch... Habe ich noch? Ne, habe ich nicht. Dann nehmen wir uns ganz schnell noch hier noch was weg. Bis wohin wollte ich das jetzt? Das wollte ich bis hier hoch. Genau, hier sollte dann die nächste Etage entstehen. Und die sollte eigentlich... hier direkt losgehen. Genau, hier sollte die losgehen. Huch. So. Dann können wir also alles, was... Da war doch was, oder? Hallo? Nicht? Dann können wir also alles, was hier auf der Ebene ist, komplett abtragen.